Mein Name ist Roman Erler. Als Teilprojektleiter für die Abschnitte 8.3 und 8.4 des Großprojektes Karlsruhe-Basel möchte ich Sie auf der virtuellen Reise durch den Planfeststellungsabschnitt 8.4 begleiten. Wir starten aus der Vogelperspektive. Zur Orientierung sehen wir die von diesem Abschnitt betroffenen Bereiche von Bad Krozingen, Eschbach, Heidersheim, Buckingen, Hügelheim bis nach Mülheim. Ebenfalls zu erkennen sind die bestehende Rheintalbahn weiß-grau gestrichelt, die Bundesautobahn A5 blau und in grün die Neubaustrecke. Die Reise führt uns von Norden nach Süden, beginnend an der Grenze des Planfeststellungsabschnittes 8.3 und 8.4 im Bereich südlich der Gemeindeverbindungsstraße Schlatt-Bremgarten. Im Sinkflug steigen wir hinab zum Start der Bereisung bei Kilometer 217 der Neubaustrecke und sehen gleich zu Beginn die in Tieflage verlaufende neue Güterverkehrsstrecke. Direkt vor uns liegt die erste der beiden Landschaftsbrücken. Es handelt sich hierbei um ein tunnelähnliches Bauwerk mit senkrechten Wänden und einer Abdeckung aus Beton und einer Gesamtlänge von 318 Meter. Wir gehen nach oben und schauen auf die Landschaftsbrücke. Neben den Wirtschaftswegen und der Kreisstraße 4983 werden die beiden Fließgewässer Burg und Bruckgraben auf diesem Bauwerk über die Tieflage geführt. Jetzt schwenken wir auf das südliche Portal der Landschaftsbrücke. Wir sehen im Hintergrund auf der östlichen Seite der Strecke die Ortschaft Tunsel. Wir bewegen uns jetzt in der Tieflage weiter nach Süden und sehen nun einen Schnitt durch die Steilböschung, welche auf einer Länge von 8,9 Kilometern, einer Breite von 25 Metern und einer Tiefe bis zu 10 Metern den Schall aufnimmt. Die Fahrt geht weiter Richtung Süden und kommt nun zu einem Notausstieg. Alle 1000 Meter ermöglicht ein Notausstieg im Ereignisfall das gefahrlose Verlassen und Betreten der Tieflage. Über ein Treppenhaus gelangen die Triebfahrzeugführer bzw. die Helfer aus und in die Tieflage. Als nächstes sehen wir vor uns die Straßenüberführung der Kreisstraße 4942, wo uns ein Güterzug begegnet. Die Straßenüberführung stellt eine Verbindung von Eschbach in den Gewerbepark Breisgau her. Im Anschluss kommen wir an die Eisenbahnüberführung, welche den Gleisanschluss des Gewerbeparkes Breisgau sicherstellt. Etwas südlich von dieser wird der Niederweg über die Tieflage geführt. Auf der linken Seite sehen wir jetzt die in regelmäßigen Abständen entlang der Strecke befindlichen Wassersammelbecken, in welchen das in der Tieflage anfallende Niederschlagswasser versickert. Bei Kilometer 221 erreichen wir die zweite Landschaftsbrücke Eschbach-Sulzbach. Mit einer Länge von 320 Metern wird diese analog der ersten aus Beton mit senkrechten Wänden und einem Deckel hergestellt. Wir wechseln jetzt die Perspektive und schauen auf die Landschaftsbrücke von oben. Neben den beiden Fließgewässern wird die Kreisstraße 4941 über die Tieflage geführt. Südlich der Kreisstraße wird eine Wildtierquerung ausgebaut. Zurück in der Tieflage bewegen wir uns in Richtung Buggingen und kommen an die Straßenüberführung Heidersheimer Straße. Westlich von uns befindet sich Grisheim. Auf der Fahrt nach Süden gelangen wir an die Straßenüberführung des Feldweges Grisheim, über den landwirtschaftliche Fahrzeuge die Tieflage queren können. Nachdem wir einen weiteren Güterzug nach Süden passieren lassen haben, sehen wir vor uns eine Faunabrücke, welche Amphibien das gefahrlose Queren der Strecke ermöglicht. Direkt im Anschluss quert der Ehebach und die Gemeindeverbindungsstraße Buckingen-Grisheim die Tieflage. Eine Irritationsschutzwand schützt hierbei Fledermäuse vor Verkehrsbeeinträchtigungen. Unsere Fahrt führt uns weiter nach Süden bis zur Querung des Steinacker Feldweges.
Das Kreuzungsbauwerk wird westlich des Gewerbegebietes Kali auf Höhe der Firma Pearl zusammen mit einer Querungshilfe für Amphibien errichtet. Von oben sehen wir die Irritationsschutzwand, welche Tieren auch bei Verkehr das Überqueren erleichtert. Im weiteren Verlauf passieren wir die Straßenüberführung Breitenweg, welche die Güterstrecke in Dammlage quert. Die Strecke kehrt aus der Tieflage an die Oberfläche zurück und die Steilböschung endet hier. Weiter geht die Fahrt nach Süden, leicht ansteigend in Richtung des Knoten Hügelheim. Auf der linken Seite sehen wir die bestehende Strecke der Rheintalbahn und westlich die erste Schallschutzwand. Wir passieren die nördliche Weichenverbindung. Bei paralleler Nutzung des Kreuzungsbauwerkes Nord durch einen nach Süden fahrenden Personenzug erfolgt die Weiterfahrt des Güterzuges ohne Behinderung. Nun sehen wir auf der östlichen Seite beginnend den aktiven Schallschutz der Anwohner Hügelheims. Nachfolgend schauen wir von oben auf den nördlichen Knoten Hügelheim in Richtung Süden und sehen die Belegung der Gleise durch den Personen- und Güterverkehr. Südlich des Kreuzungsbauwerkes Nord werden die 7 parallel verlaufenden Gleise von der Straßenüberführung Zinkener Straße gequert. Im Anschluss daran sehen wir auf der Ostseite 2 weitere Schallschutzwände, welche die Anwohner Hügelheims vor Verkehrslärm schützen. Anschließend erreichen wir das Kreuzungsbauwerk Süd. In diesem Bereich ist die Entmischung der Verkehre abgeschlossen. Fernverkehrs- und Güterzüge werden auf die Neubaustrecke über den Katzenbergtunnel in Richtung Basel geleitet. Wir erreichen nun das südliche Ende des Planfeststellungsabschnittes und sehen die Hügelheimer Runds. Wir wechseln das Fahrzeug und sind jetzt mit dem Regionalverkehr auf der Rheintalbahn nach Norden in Richtung Buggingen unterwegs. Wir sehen östlich Hügelheim und passieren das Kreuzungsbauwerk Süd. Hier unterqueren wir die Neubaustrecke. Vor der Straßenüberführung Zinkener Straße kommt die Strecke wieder nach oben. Von nun an verlaufen die beiden Personenverkehrsgleise in Richtung Freiburg in Parallellage. Auf Höhe Kilometer 234 passieren wir das Kreuzungsbauwerk Nord und werden gleich von einem Fernverkehrszug rechts überholt. Vor uns sehen wir eine Weichenverbindung, die neben der Weiterfahrt in Richtung Buggingen die Fahrt auf die Neubaustrecke ermöglicht. Wir verlassen den Knoten Hügelheim in Richtung Norden. Nördlich des Kreuzungsbauwerkes sehen wir 4 Gleise. Wir passieren die Straßenüberführung Breitenweg und fahren in den Haltepunkt Buggingen ein. Im Bereich des Haltepunkt Buggingen steigen wir nach oben und sehen die Aufteilung der Richtungsgleise. Im Gegensatz zum aktuellen Bestand wird der neue Bahnsteig für den Nahverkehr in Richtung Freiburg als Innenbahnsteig errichtet. Wir setzen unsere Fahrt nach Norden fort und sehen auf der westlichen Seite den aktiven Schallschutz mit einer ca. 100 Meter langen Galerie für die Bewohner der Kali-Siedlung. Wir wechseln unsere Perspektive und schauen aus Richtung Buggingen auf die Eisenbahnbrücke. Die Bewohner der Kali-Siedlung können weiterhin über eine Unterführung auf die andere Seite der Gleise gelangen. Nun steigen wir in den Führerstand des Regionalzuges und fahren in Richtung Freiburg. Auf der westlichen Seite sehen wir Schallschutzwände und rechts von uns die Ortschaft Seefelden. Wir verlassen den Führerstand und steigen auf und sehen im Norden das Ende des Planfeststellungsabschnittes bei Kilometer 231 der Rheintalbahn. Damit endet der Abschnitt 8.4.